Das ist in gewissen Manier schon beantwortend, dass den als Volksvertreter nicht mehr wie 5 Minuten sein, wie zu einem Gesetz aufgeht, für das Land von 100 Millionen Euro kostet. Das mein Vierter und das mich gesucht, dafür will ich mich auf einen anderen Punkt mehr konzentrieren. Den demografischen Wachstum von unserem Land vollzieht sich ja Rekordtempo. Und dabei kommt man nicht allein als lebensnotwendige Infrastrukturen aufzudecken, sieht das Schulen, Straßen, Gesundheitsversorgung, Alters- und Pflegeheim und noch vieles mehr. Wir sehen allerdings immer mehr, dass wir diesem Rekordwachstum immer mehr nachlaufen und nicht mehr an den kommen. Sieht das finanziell, zeitlich oder auch personell. Wir schwätzen nicht über die Spitäler. Geht dabei aber nicht der, dass wir ein fantastisches Gebäude durchstehen haben, müssen das doch mit qualifiziertem Fachpersonal besetzen. Das ist dann zukünftig steigen als eine Entwicklung, die ich solche möchte. Rezent wurde es für ein Auge gefordert, wie sehr es gehen kann, dass die Service an einem Spital Karikamer signieren muss. Wenn ich zum Beispiel mit der konzernierten Elektroärzt, ich denke, du besonders an noch Spital, da wir sehen, dass sie händeringend nur Doktor sich und froh sind, all Doktor, die nur eine halbe Sees eng von unseren 3 Sprachen kann, für den anzustellen. Wo hat Lützburg schon nicht mit Rekrutierungsproblemen zu kämpfen? Bei der Police, an unseren Schulen, am Gesundheitssektor, beim Handwerk, am Staat allgemein. Wir steuern tatsächlich auf eine Entwicklung zu, wo das normale Funktionament vom Land nicht mehr sicher kann gestaltet gehen. Wir laufen diesen Entwicklungen in einem Hamsterrad an. Selbstverständlich gehen wir also nach kurz zu diesem Gesetzesprojekt. Wir kommen gerne nicht allein, für auf so Investitionen zu verzichten, das zu hoffen und zu wünschen, dass bei dem Heisch von Volumen, von Euro, die wir investieren, dass nicht eine Kostenexplosion dabei kommt, weil das wissen wir, soweit ich weiß, allhaut nicht. Ich will aber den Teufel nicht in den Pfand malen. Ich will dich hat Unrecht, wir geben bei denen 556 Millionen bleiben. Mir schwert ganz, das geht es nicht an drei. Ich will aber noch einmal ausdrücklich betonen, dass das Land nicht allein kennt, für sich Zeit nur ernsthaft und mit den Fakten, die los schon in den Tisch mit der Wachstumswert muss auseinandersetzen. Ein Debatte, die schon mein Kollege aus Sibirien 2015 an den Vordergrund gestellt hat. Das Debatte zu ignorieren, wäre wahrscheinlich eine von den größten Versäumnissen, die wir als nachfolgende Generationen als Kanner und als Kanzkanner könnten nachdenken. Das gesagt, gehe ich nach Kurve von der Ratier zu diesem Gesetzesprojekt und ich so nicht merci für Ihre Aufmerksamkeit.